bin ich im Garten. Jetzt komme ich wahrscheinlich. Ja, ich komme wahrscheinlich nicht wieder zurück. Ganz wichtig ist, ich brauche Medizin. Der Controller ist hier am Vibrieren wie sonst was. Oh Mann, ist das alles. Aber war ganz nett gemacht, fand ich cool. War auch ein bisschen creepy. Auch wenn ich nicht ganz verstanden habe, warum, wieso, weshalb das alles gemacht wurde. Der Garten ist nicht gerade sehr groß, kann das sein? Na gut, gehen wir wieder rein. Laura ist jetzt natürlich bestimmt weg. Oh, ja, speichern. Ich weiß ja nicht. Was liegt da denn? Schrotpatronen. Ja, okay, ich speichere vorsichtig, aber auf einem anderen Speicherpunkt. Muss ich ja sowieso, fällt mir gerade ein. Wir speichern jetzt hier. Das können wir gut machen. Weil das andere habe ich ja noch von vorhin, das ist gut. Also mache ich ja nichts verkehrt, wenn ich jetzt hier abspeichere. Das war schon ziemlich cool, ja. Also, wo ich muss mir überlegen, wo ich jetzt überhaupt herkomme. Da komme ich her. Genau. Da war ich drin. Das war die erste Tür, die zu war. Und hier habe ich Laura gefunden. Habe ich nicht? Dachte ich. Mal gucken. Oder... Achso, das war schon wieder Einbildung, dass ich in dem Raum drin war, oder wie? Nee, ne? Hier war das dann wohl drin. Okay. In den Teddybären da rein. Oh. Das kann ich jetzt am wenigsten gebrauchen. Scheiße. Na komm her. Da muss ich jetzt Patronen nehmen, weil ich bin so gut wie tot. Ich warte, bis du komplett weg bist. So. Wo ist denn das Stahlrohr? Da. Da hauen wir nochmal eben drauf. Dem traue ich nicht. Das ist ein Medipack. Oh, ein Medipack. Komm, das müssen wir jetzt nehmen, weil wir kurz zum Sterben sind, wie es aussieht. So, okay. Die rüsten wir wieder aus. Oder? Ja, komm. Okay, wir sind einigermaßen wieder fit. Wir haben eine ganze Menge eben erlebt, aber das ist, glaube ich, nicht der Raum von eben, wie es aussieht. Mehr ist hier nicht drin, ne? Nur dieses eine Viech wieder mal. Oder sind wir in einer ganz anderen Etage vielleicht? Auf welcher Etage sind wir denn überhaupt? Ich habe doch auf 1 angefangen. Hier ist doch 1, oder? BF. Basement Floor. Ja, ja. Reception. Ja. Aber die Türen haben wir alle noch gar nicht getestet. Wir sind jetzt wieder im wirklichen Krankenhaus. Und nee. Wisst ihr, es gab ja sonst immer diese Sache, dass es zwei Welten gab im ersten Spiel. Oder zwei Ebenen. Und ich bin gerade so... Hab grad so die Ahnung, dass das jetzt wieder praktisch die richtige Welt ist. Oder die falsche halt. Aber, ne, kann nicht sein, weil hier diese Viecher schon wieder rumkraxeln zum einen. Und zum anderen höre ich hier die ganze Zeit irgendjemanden was kaputt schmeißen. Ah, das ist schon wieder so weit, dass ich hier fast nicht mehr durchblicke. Nachladen ist okay. Aber das ist schon fast alle, das Ding. Stahlrohr. Versuchen wir es. Komm, hau drauf. Jetzt. Ja, nochmal. Gut, nochmal. Mach ich platt. Hau drauf. Mach ihn fertig, den Knilch. Hau noch mal einen rauf da. Liegt ein Tonikum, ich sehe das wohl.
Nein, dann nicht. Gut. Dann eben nicht. Wir müssen die einmal zum Fall bringen mit der Pistole, denke ich. Und dann mit der Stange drauf. Ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung. Also einmal sollten wir die nochmal ausrüsten hier. Ja. Immerhin haben wir wieder ein bisschen Medizin gefunden. Aber es ist echt alles in diesen kleinen... Ah, was war das? Nee. Patron für die Pistole. Okay. Die nehme ich natürlich auch gern. Hat sich das ja schon wieder gelohnt eigentlich. Gut. Ich muss mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Da gucken wir gleich rein. Und wahrscheinlich können wir nicht da rein, oder? Wir versuchen das gleich mal. Restroom haben wir auch noch wieder hier. Okay. Aber klar. Da gehen wir gleich lang. Erstmal den kleinen Raum hier nebenan. Der müsste dicht sein. Ja. Fahrstuhl benutzen wir noch nicht. Wir bleiben erstmal auf dieser Ebene, würde ich sagen. Und jetzt wird sich gleich zeigen, die ist zu. Daran sehen wir, das ist also ein komplett neuer Bereich. Wir gehen nochmal hier lang, weil ich nochmal eben speichern will. Jetzt haben wir nämlich diese Ebene hier gerade fertig. Genau. Das machen wir mal eben. Ja, dann können wir ruhig speichern, ne? Ja, ich denke schon. Dann haben wir das nochmal eben. Dann nehmen wir jetzt die nächste Etage in Angriff. Also das Krankenhaus ist schon wieder um einiges heftiger als der erste Bereich des Apartments, das kann man schon so sagen. Achso, das war ja der verschlossene Gang. War hier eigentlich noch mehr? Da kamen wir... Ja, da geht's zum Garten, okay. So. Also wieder raus. Und in den Fahrstuhl. Der sollte ja auch hier hoffentlich wieder funktionieren. Tut er auch. Der sieht ganz anders aus hier. So. Also ich denke mal, dass wir auf Stockwerk 1 sind. Da waren wir jedenfalls vorhin. Wir sind auf 1. Okay, dann gehen wir jetzt mal auf 2. Immer schön der Reihe nach, ne? Ich trinke mal einen Schluck während der Fahrt. Das hört sich nicht gut an. Na, komm her. Da ist er schon. Ich hab ein mittelschweres Problem. Komm her. Wir sind gleich tot. Das ist mein Problem gerade. Hau drauf, egal. Ja, 3! Ich muss hier weg. Ich brauche einen Raum, der sicher ist. Na gut, auf den ersten Blick würde ich sagen, der ist sicher. Boah. Bitte irgendwie Medizin. Da kann ich nicht durchgehen? Was ist das denn für ein Käse? Ist doch groß genug, die Lücke. Da ist Tatsache ein Tonikum, oder? Da ist etwas, das wie ein Kühlschrank aussieht. Natürlich. Oder? Zwecklos, die Tür ist so schwer, dass ich sie alleine nicht aufbekomme. Oder nicht öffnen kann. Na
gut. Also ein Hinweis darauf, dass man den zu zweit öffnen kann. Guck mal, Leute, ich kann hier nicht durchgehen. Ist das nicht affig? Liegt da was auf dem Boden? Och man, Leute, ich brauche doch nur Medizin. Ich mach mal kurz einen Blick auf die Karte werfen tun. Ja, ich kann da nicht alle erledigen. Ah, da rechts ist noch eine Tür. Habe ich die übersehen? Ich hoffe, dass da ein Gang ist. Hier sollte eine Tür sein. Laut Karte. Laut Karte ist hier eine Tür. Oder? Ich bin da sogar jetzt schon drin. Hä? Wie jetzt? Die Karte stimmt nicht ganz überein, ne? Also irgendwie verstehe ich das nicht so ganz gerade. Die Karte ist, glaube ich, noch die alte. Aber die Räume stimmen nicht mehr mit der Karte überein. Kann das sein? Nein. Nein. Okay, mittelschweres Problem. Ich habe nur noch die eine Möglichkeit, die Schrotflinte zu gebrauchen. Und das tut mir jetzt sehr leid. Okay, versuchen wir es einfach. Auch eine geile Sicht gerade. Ja, ist ärgerlich, aber nicht zu ändern. Bitte doch mal die Sicht richtig. Danke. Ah, ich höre dich schon. Ja, ich bin etwas schweigsam gerade, weil ich mit der Situation etwas überfordert bin. Fuck. Oh Gott, warum sind hier so viele? Nein. Nein. Ich will nicht sterben. Oh verdammt, er hat mich getroffen. Ich bin schon wieder halb tot. Nein. Wenn in diesem Raum jetzt nichts Vernünftiges drin ist, ey, dann drehe ich am Rad. Da ist ein Tonikum. Nö. Schrotpatronen. Okay, die kann ich gebrauchen. Das war doch nicht alles. Bitte. Ein kleines Tonikum. Oh Mann. Ich muss es essen, ich muss es essen, trinken, was auch immer. So. Ja, gut. Oh Mann, ein Blick auf die Karte. Zwei Räume haben wir links noch und dann gehe ich ins dritte Stockwerk. Dieses Stockwerk hat uns so gut wie nichts gebracht bisher. Hätte ich das bloß noch nicht gemacht. Ich höre es schon, hier sind schon wieder welche unterwegs, ist das toll. Okay, immerhin ein offener Raum. Kaktus? Was ist das denn? Sind das Hände an der Wand? Ich habe die Trockenzellenbatterie. Schlüssel zum Lagerraum im Keller. Okay. Keller, Schlüssel. Schreibe ich mir auf. Und, okay.
Ein Teil der Tapeten ist heruntergerissen. Auf der Wand darunter ist irgendeine Zeichnung zu sehen. Suchen diese Hände nach etwas? Oder sind sie nur ein Zeichen von Schmerz?